Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, die letzte Cinderella, denn wir haben ja wieder Freitagabend und deswegen wimmern wir eine neue Runde und spielen weiter im Bonuskapitel. Das haben wir ja das letzte Mal geschafft und deswegen würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los. Allerdings habe ich keine Ahnung mehr, wo ich jetzt eigentlich als nächstes hin wollte und... Shan's stepsister Chi cursed Shan and imprisoned her in the Blazing Temple. Ah, hier, guck mal, kann man da nicht was? Das hat da so geblinkt. Hier kann man noch was einsammeln. Na, was ist denn das? Ne Niete. Du Niete. So, spezielle Frucht soll da rein. So eine Ananas oder was? Hm, weiß ich nicht. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob man hier diese Chamäleon-Objekte einsammeln könnte. War hier jetzt eigentlich, da kommen die vier Jüren hin. Okay, ist hier oben noch irgendwas? Da, irgendwas hier noch da. Okay, ist da oben noch was? Schlüssel. Das war der falsche, ne? Der ging nicht. Ach ja, stimmt, da war was. Durch die Verwendung des Endlosknotens wurde das Schlüsselloch enthüllt. Ja. Shan's Stepsister. Nein, lass mich. Ich werde das alleine rauskriegen. Kommt hier das Yin-Yang-Dings hin? Nein. Ist hier noch was zum Einsammeln? Düdelö. Vielleicht muss ich hier ja noch was tun. Legendäre Tiere. Hier, ein Karpfenornament. Dann hätte ich hier noch ein schwarzes Karpfenornament. Und einen Vogel habe ich auch noch. Hier ist noch was. Da. Die waren vor ihrer Schwester. Ja, da ist auch soweit nichts. Ist hier denn noch was? Wo soll ich denn mal hier hin? Ich soll hier irgendwie irgendwas? Ist irgendwas? Irgendwas? Hier? Nee. Hier? Nee. Welcher Raum denn? Hier da drinne? Ach, da kann man... Ach, guck mal. Hier habe ich noch was übersehen. Ich brauche einen Metallstift, um die zwei Scherenhälften zu verbinden. Habe ich nicht, ne? Nee, aber ich habe den Schlüssel, der bestimmt jetzt oben passt. Da ist... Ja, erst denken, dann reden. So, was haben wir jetzt? Ein Torschildjuwel. Ich muss den Käfig öffnen, um den armen Vogel zu befreien. Machen wir doch gleich mal. Du bist frei! Du bist frei! Dieser Vogel könnte später noch nützlich sein. Ich muss ihn festbinden, damit er nicht davonfliegt. Also erst soll ich ihn freilassen und jetzt soll ich ihn wieder festbinden? Ja, was denn nun? Dann lass ihn doch eingesperrt, wenn du nicht willst. Ist etwas in dieser Puppe versteckt? Ich muss die Nähte auftrennen, um nachzusehen. Dafür muss ich die Schere reparieren und dafür brauche ich so einen Metallstift, den ich nicht habe. Das ist ja doof. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier, was passt hier rein? Der Abdruck auf dieser Kiste ähnelt einer Schuhsohle. Zwei fischförmige Dekorationen scheinen an dieser stabilen Bambuskiste zu fehlen. Fische. Fisch Nummer 1, Fisch Nummer 2. Und ich bekomme altes chinesisches Schriftzeichen. Ebola. So. Shan erzählte mir, dass sie oftmals die Nächte bei ihrer Stiefmutter verbrachte, wenn Shishkan zu viel für sie wurden. Ach, guck mal, habe ich noch was eingesammelt. Eine Mondkachel. Noch was? Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Familie mächtiger Hexen, die sich in riesige Spinnen verwandeln konnten. Da, der Vogel halt. Der Vogel halt. So, dann gehen wir mal. Denn jetzt können wir ja hier das Dingsjuwel einsetzen und können da durch. Oder auch nicht. Oh, wir müssen rätseln. Bilde die Wege so, dass jedes Juwel in dem Feld mit derselben Farbe zum Liegen kommt. Das haben wir ja auch schon im Hauptspiel gemacht. Pass mal auf, das kriegen wir schon hin. Da müssen wir jetzt den blauen müssen wir führen. Der muss darum. Nee, das geht aber auch nicht. So, und jetzt so. Und dann komm mal rein hier. Zack, ist er drinne. Der goldene, weiß ich gar nicht, wo der hin soll. Moment, halt, stopp. Ja, das wird nichts. Ich glaube, der muss nochmal zurück. Nee, doch. Wie? Der ist drinne? Wieso ist denn der drinne? Der ist auch drinne? Das ist ja schön. Schön, ich passe hier gar nicht auf gerade. Guck mal, dann ist der goldene nämlich hier jetzt auch gleich drin. Das ist doch gut. Ich habe mich ja eigentlich nur um den einen erstmal gekümmert, aber passt schon.
So, der pinke ist auch. Wunderbar. Komm mal rum. Ja, der muss ja jetzt hier lang. Geht ja gar nicht anders. So, dann komm mal hier rein. Zack. Das war ja nicht so schwer. Das war nicht so schwer. Jo. Das muss der lodernde Berg sein, wo Shan gefangen gehalten wird. Ich muss einen Weg finden, dorthin zu gelangen. Wer ist denn das hier? Flattern denn hier gleich wieder die Krähen rum? Hier, das ist viel wichtiger. Die zwei Teile des Yin-Yang-Symbols fehlen. Pass auf, ich habe eins. So. Die Spinnen versperren mir den Weg. Ich muss sie loswerden, bevor ich diesen Mann retten kann. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich bin Wuhan Risley. Die Spinnen sind überall. Ich kann nicht vorwärts gehen. Mann, oh, was mache ich denn jetzt? Mit dem Seil kann ich den Vogel festbinden. Vögelchen. Ach so. Jetzt tragen wir den Vogel verbunden an unserer Hand herum. Macht man so. So, kann der mal die Spinnen jetzt fressen? Das wäre doch eine grandiose Idee. Tatsächlich. So, aber erstmal muss ich wimmeln. Das ist ganz wichtig. In einem Wimmelbildspiel muss man wimmeln. Und deswegen legen wir mal los. So, so, so. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Irgend so eine blaue Kugel und eine Stange. So. Nee, und das hier noch. Da. So, wir haben einen neuen Gegenstand. Eleganter Hammer. Und damit schlage ich ihm den Schädel ein. Traubensymbol. Ach, das sollte eine Traube sein. Und das noch. Und was steht jetzt hier? Oh, die Sage der Spinnenhexen. Man kann also doch noch Teile sammeln. Diese Steintafel erinnert an die vielen Forscher, die auf dem lodernden Berg umkamen. Ach, wie traurig. Können wir den jetzt hier irgendwie mal... Help! Ja, ich versuch's ja. Mann. Das muss der lodernde Berg sein, wo Shan gefangen hat. Ich muss einen Weg finden. Dann gehen wir mal wieder. Tschüss. Entschuldigung, so muss halt mal weg jetzt hier. So, setzen wir das mal ein. Die Tram. Parabelteil. Nein. Drittes Trigramm. Okay. Lege alle Teile auf entsprechend ihrer Form auf das Spielfeld. Ach, das kennen wir auch schon. Ich weiß, wie das geht. Glaube ich. Also. Das soll jetzt... Lass mich. Ich glaube, ich muss erstmal wieder die Großen machen, ne? Das da zum Beispiel hierhin. Das kann nur dahin. Und das kann eigentlich nur... Kann eigentlich auch nur dahin. Der große lange hier. Das wird schon wieder schwierig hier, ne? Hab's schon wieder verkackt. So, geh mal hier hin. Kannst du... Achso. Und hier hin? Ja, das geht doch, ne? Genau. Hm. Dann könnte der aber auch dahin. Also, ne? Genau. So ein bisschen platzsparender denken. Ja, nehmen wir mal den. Nein, du sollst da wieder hin. Oh. So. Was... Moment, jetzt habe ich... Ich sehe mal nicht, welche ich schon hatte und welche nicht. Den hier hatte ich noch nicht. Der ist auch wichtig. Das ist so ein... Passt der hier hin? Nee. Da, doch, der kann da hin. Und wenn ich dich da hinpacke, habe ich dann ein Problem? Ja, bestimmt, ne? Jetzt ist der noch übrig. Kann da hin. Und das Ding, ja, das wird jetzt super. Ist schon wieder versaut hier. Ja, weil das geht ja nicht. Das nimmt zu viel Scheiße weg hier. Vielleicht kann der auch dahin so. Vielleicht ist es besser. Nein. Ich habe nicht gesagt, dass ihr weg sollt. Ja, was mache ich jetzt damit? Manu. Scheiße. Muss wieder alles rückgängig gemacht werden, wie ich das doof finde.
Ja, ich glaube einfach, dass hier so ein Problem ist, weil... Weil hier könnte der nämlich auch hin. Das ist das Doofe. Der kann nämlich auch da hin, der könnte auch hier sitzen. Das ist alles gar nicht so einfach. Scheiße. Dann nehmen wir den auch nochmal weg. Dann lassen wir mal die. Die sind ja gut, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Nehmen wir mal trotzdem erstmal die Großen. Ich glaube, das ist einfach, das muss. Karo-Kreuz. Ach, du kannst nur hier hin? Nee. Hä, wieso dich will ich jetzt? Karo-Kreuz, Karo-Karo. Ach so, Karo. Karo-Kreuz, Karo-Karo, Karo-Kreuz, Karo-Kreuz, Karo-Karo. Wo hatte ich den denn jetzt vorher? Das ist Kreuzkarte, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Wo hatte ich den denn vorher? Ach, hier. Ja, dann, der muss hier hin. Der kann ja gar nicht woanders hin. Oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Gut, dann nehmen wir mal den jetzt hier. Der muss ja auch irgendwo mal wieder hin. Könnte aber auch dahin. Und der könnte... Das ist so gemein, wenn die so verschiedene Stellen haben. Ja, du kannst nur dahin. Das macht keinen Sinn. Und du musst auch eigentlich wieder dahin, oder? Oder gibt es dich auch noch woanders? Ja, dich kann man auch da anpacken, ne? Du kleines Schlawinerteil, du. Karo, Karo, Kreuz. Das hier unten... Karo, Karo, Kreuz, Karo, Karo, Kreuz. Machen wir dich auch nochmal weg. Könnte auch da nämlich hin. Ja, es ist alles nicht so einfach. Ganz viele Karos beieinander, dann machen wir den nochmal irgendwie weg, weil der, das ist so gemein. Und der könnte nämlich auch hier hin. So. Wo kommt der denn jetzt schon wieder hin? Karo, Karo, Kreuz. Och, Leute, Karo, Karo. Ich sehe nur noch Karos, ich höre nur noch Karos. Der kann auch weg, weil der könnte auch hier hin. Aber der kann dann trotzdem nicht dahin. Ah, weiß nicht. Vielleicht erstmal einen anderen nehmen. Karo, Kreuz, Karo. Ich denke immer, die Großen zuerst nehmen ist einfacher, aber es ist gar nicht unbedingt einfacher. Und wenn das jetzt andersrum wäre, würde der Kleine hier zumindest schon mal reinpassen. Das ist doch schon jetzt schon total falsch. Verstehe ich gar nicht, ey. Das nervt. Voll blöd. Wie kann man denn mal besser anfangen? Manu, fangen wir doch mal mit den Kleinen. Kreuz, Karo, Kreuz. Kreuz, Karo, guck mal. Packen wir den nochmal dahin. Könnte aber auch hierhin. Oh. Packen wir dich mal in die Ecke, das ist doch gut. So, Karo, Karo, Kreuz. Der könnte überall sein. Der könnte hier hin. Der hätte aber auch hier hingekonnt. Pack ihn jetzt mal dahin. Nehme ich mal einen großen Kreuz, Kreuz, Karo, Karo. Ist ja jetzt schon scheiße. Ja, aber dann bleibt einer frei. Deswegen denke ich immer, das ist schon falsch. Damit, weil die Lücken müssen ausgefüllt werden. So wie hier. So. Ne? Nein. Eines Tages schaffe ich das.
Das ist jetzt so ein langer, der passt jetzt wieder hier nirgendwo hin, ne? Du blödes rotes Teil, du Karo. Scheiße hier. Karo, Kreuz, Karo, Karo. Wo soll der denn hin? Karo, Kreuz, Karo, 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 Kreuz. Ey. Ich sehe den einfach nicht. Irgendwie kann ich mich heute schlecht auf das Rätsel scheinbar konzentrieren. Scheiße, wo ist der denn? Also ich meine, ich gucke auch gerade da, wo andere sind, aber... Und ich weiß, welchen ich wegnehmen soll. Karo, Kreuz. Karo, Kreuz. Geht hier aber nicht. Karo, Kreuz, hier auch nicht. Karo, Kreuz, hier muss der hin. Ja, der muss doch hier hin, oder? Karo, Kreuz, Karo, Karo. Nee, der kann auch hier hin. Aber dann packen wir den mal weg und den hier hin. Finden wir den für den noch einen anderen Platz? Ja, hier. Guck mal. Das ist ja schon mal schön. Der kann da hin. Welcher fehlt noch? Nein! Passt du hier in die Ecke? Prima, dann habe ich's doch, oder? Guck mal, du hier noch. Ja, ja, endlich. Oh Gott. Das wäre ewig gedauert hier mit mir. So. Goldene Bodenschnitzerei. Elegante Hammer-Mondkachel. Kann ich diese Triagramm-Dinger hier irgendwie reintun? Kachel mit altem Symbol. Ah, doch, hier in den. Und du sollst aber nicht rein. Ich brauche also noch eine andere Kachel. Kann ich hier was reintun? Ein verziertes Band. Das da? Nee. Die Bodenschnitzerei? Wo... War hier oben jetzt noch das hier vielleicht? Gehört... Nee, das war doch irgendwas mit Sohle. Eine Schuhsohle. Also da drinne. Was habe ich denn jetzt hier wieder übersehen? Ach, hä, die hier oben sollen die doch nicht hin, oder? Da sollen doch die Figuren hin. Ich denke, ich brauche hier so eine Metallmiete. Ach so, die Miete. Um die Niete in der Schere zu befestigen, brauche ich das richtige Werkzeug. Zum Beispiel einen eleganten Hammer. Aber ein eleganter Hammer. So, ich habe eine Schere. Jetzt kann ich ihn entfesseln, den armen Mann. Thanks, I'm Geppetto. Let me give you this orb in return for saving me. This giant spider came out of nowhere and stole my magical fan. I made the fan especially to extinguish the undying fires on Blazing Mountain. Ciao. War nett. Tududu. Wer war das? Ist sie die legendäre Spinnenkönigin? Die sieht cool aus. Um nach Hinweisen dieser mysteriösen Höhle zu suchen, muss ich zuerst die Spinnenkönigin mit Flammen vertreiben. Badum. Um nach Hinweisen dieser Mysteriösen Höhle muss ich zuerst die Spinnenkönigin vertreiben. Mit meiner Phönixfigur. Schriftzeichen. Trigramm. Bodenschnitzerei. Fackel. Feuer holen. Wo? Feuer. Hier. Es brennt doch alles. Mach's doch einfach an. Fackel, Mann. Kannst du woanders Feuer holen? Hier, Fackel, Mann. I'm from a form. I've been traveling around the world in search of wood. Wenn ich mit dir rede, hast du Untertitel anzuzeigen. My next stop is the Blazing Mountain. However, without my magical fan, I cannot access it. Okay. Aber ich brauche Feuer, das verstehst du, oder? Dann mache ich das hier an. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Kannst du mit damit was anfangen? Prove your worth to me. Shan is one of the kindest and most... Shan's stepsister Chi cursed Shan and imprisoned... Ja. Wo denn? Wo kann ich das denn mal anmachen? Ach so, ich kann hier noch ran. Der Fluss mit brennender Lava könnte nützlich sein. Habe ich etwas bei mir, das ich anzünden könnte? Ja. Oh.
Und was ist mit dem Ding hier? Wie komme ich daran? Mit etwas verzauberten Schnees könnte ich die Lava einfrieren und somit das darunterliegende Objekt nehmen. Ja, klar. Mit meinen magischen Powerkräften. So. Spitzhacke und drei der Trigramme fehlen in diesem philosophischen Symbol. Dann wollen wir mal ganz philosophisch die Teile noch einsetzen. Kann ich das hier auch? Nein. Kommt noch anscheinend. Warte, war da was? Noch? Nein. Okay, was haben wir hier? Drachenfigur, eine Kerze. Einer Legende nach gibt es eine Hexe, die Menschen in Füchse mit 9 Schwänzen verwandeln kann. Tatsächlich. Ein altes Schriftzeichen und die damit verbundenen Dekorationen fehlen in diesem gekachelten Boden. Tada. 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 Vor dem Wasserfall scheint sich eine Art Schrein zu befinden. Ach, dann kann man auch hierhin noch gehen. Das ist ja cooli. Teile der Kostüme des Opernsängerpaares fehlen. Und sie hat sich gerade gefragt, oder er, wohin die Spinnenfrau ist. Warum höre ich Schweine im Hintergrund? An der Vorderseite dieser Kommode ist die achtbeinige Aussparung leer. Wie kann es dieser Prinz wagen, Shan mir vorzuziehen? Dafür werden beide büßen. Shi scheint Shan wahrlich zu hassen. Sie hat Shans Gesicht aus diesem Bild gerissen. Diesem Buch zufolge hat der legendäre Tang-Mönch die Geheimnisse zur großen Macht und Unsterblichkeit gefunden. So, das ist ja hier auch noch so ein Teil, ne? Was haben wir hier? Wieder ein Schwein. Oh, das reichte schon? Ach so. Ja, dann Abmarsch rein mit dir, ne? Tanzender Herr. Okay. Nein, bleib mal da. Der magische Fächer ist komplett von Kristallen umhüllt. Der Schrein ist umgeben von Wasserfällen, sodass niemand sehen kann. Schere. Dingsbums. 3 von 4 schon. Zur Sage, 2 Flugtierornamente fehlen an diesem zeremoniellen Gefäß. Hab ich denn eins von beiden? Nö, ne? Nö. Was ist das glitzert hier? Ah! Die 4 legendären Wächtertiere von Shans Königreich sind von diesem Ständer verschwunden. Das war Nummer 1. Nummer 2. Und das war gar nichts. Okay, dann gehen wir wieder raus. Das Triagramm war jetzt wo? Nochmal, was ist denn hier eigentlich? Auf diesen leeren Bühnen würde ein paar tanzen. Ach so, der tanzende Herr kann da hin. Dann brauchen wir noch die Frau. Da kommen die anderen Figuren hin. Okay, dann haben wir das ja auch schon. War jetzt, dass da kommt auch noch was hin. Das ist es aber auch nicht, was ich wollte. Was wollte ich denn eigentlich? Das wollte ich. Genau so. Dann fehlt mir noch ein Teil. Was mache ich jetzt mit der Schere, Kerz und Spitzhacke? Weil hier muss ich ja erstmal alles einfrieren, ne? Ja. Oder? Oder? War das jetzt ein Rausgezeichen oder sprich mit ihm? I'm from a foreign country, ja, far away from here. Entschuldigung, dass ich das manchmal so überspringe, aber manchmal... Naja. Ich werde mir mehr Zeit nehmen müssen. Entschuldigung. Was denn jetzt hier oben? Was ist denn jetzt hier noch? Was habe ich vergessen? Ach ja, ich soll sie ja hier zurechtschnibbeln. Was habe ich bekommen? Eine tanzende Dame. Ach, süß. Direkt einfach hier drunter, ein Stockwerk tiefer. Was habe ich? Ein Lampignon. Leere Laterne. Nee, das untereinander kann man nicht kombinieren. Was mache ich jetzt damit? Macht man den denn jetzt damit? Kann ich mit der was machen? Kannst du damit was anfangen? I'm from a foreign country, far away from here. Also, dass ich die hier anzünde, geht anscheinend auch nicht. Was denn? Nein, ich soll wieder gehen. Habe ich mir fast gedacht. Hier oben gibt's was... Hä, soll die Laterne hier rein oder wie? Habe ich hier irgendwas übersehen?
Ja, ich habe das nicht rausgeholt, was ich rausgeschnitten habe. Magischer Schneeball. Ach, da ist ja der Schneeball. Dann können wir jetzt hier rumzaubern. Kein Ding. Nun, da die Lava eingefroren ist, kann ich sie mit dem richtigen Werkzeug zerschlagen. Das macht Sinn. Anstatt mit der Spitzhacke das Ding einfach rauszuholen. Zweites Trigramm. Okay. So, jetzt kommt ein Rätsel. Nein, doch nicht. Schöpfkelle und Tigerfigur. Na. Dann hätten wir hier Nummer 3. Was mache ich mit der Schöpfkelle? Schöpfkelle, Schöpfkelle, Schöpfkelle. Legenden besagen, dass der magische Fächer jedes Feuer löschen kann. Das ist ja toll. Aber ich habe hier gerade nichts zu tun irgendwie, ne? Ich soll hier hin, wieder mal. Um die Lava in eine Schwertspitze zu formen, benötige ich die richtige Form. Wieso muss ich denn jetzt... Warum? Und was mache ich mit dem Lampignon? So ein Band habe ich auch nicht gefunden. Ja, ich glaube auch, dass ich hier irgendwas übersehen habe, ne? Was könnte ich denn mal machen? Hier bestimmt irgendwas. Da habe ich doch... Ist hier noch was? Bei ihm? Ach, da ist noch ein Tier. Wenn ich sehen möchte, ob sich hinter diesem Skelett etwas befindet, brauche ich Licht. Ach, hierfür ist die Laterne. Die nicht an ist. Jetzt aber. Okay. Fledermaus-Emblem. Das ist ja schön. Und ein Wimmelbild. Ich denke mal, dass man diesen Kamm mitnehmen kann. Dann nicht. Okay, die Sachen auch nicht. Ah, okay, das. Habe ich jetzt alles? Ja. Schildkrötenfigur habe ich mir gebastelt. Ja. Okay, die weiß ich nicht. Die muss ich noch irgendwie ankleiden oder so. Tiere. Schildkröte. Ui. Ui. Verschiebe die Reihen, um ein vollständiges Bild dieser Blume zu formen. Ja, wahrscheinlich gehört das voll andersrum. Das sieht schon mal gut aus, aber... Ich muss die Sachen wahrscheinlich voll rauskriegen. Okay, die beiden gehören zusammen. Ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen, wie das hinterher aussehen soll. Das ist eher mein Problem. Also ich werde sowieso alles nochmal kaputt machen müssen, weil ich habe keine Ahnung, wo die Sachen hin sollen. Ja, wo gehört das hin? Soll das nach unten, oben? Ich habe auch keine Vorlage hier, oder? Dass ich ein bisschen... Nö, irgendwie nicht. Das ist blöd. Sonst kann man das ja immer ein bisschen erkennen, aber jetzt so... Klar, da sind so ein paar Sachen, die zusammengehören, aber... Ich glaube auf jeden Fall, vielleicht müsste das auch eher wieder nach oben und das hier mehr so mittig, ne? Wie kriege ich denn das hin? Das bringt's. Das geht nicht. Das ist nicht so einfach, muss ich sagen gerade. Das wird ein bisschen länger dauern und die Zeit habe ich nicht.
Guck mal, die gehören zusammen, ne? Gehört das so? Ja. Ach, das gehört so zusammen. Dann gehören doch die beiden Teile bestimmt eher so nach unten. Mein lieber Schwan. Okay, machen wir mal so. Sind die zumindest schon mal ein Stück unten wieder. Aber wo soll das hin? Hm. Und hier, die beiden gehören auch zusammen. Und die Frage ist, was kommt hier unten noch was hin? Weil die beiden gehören zusammen. Der gehört da so drüber und der so nach rechts. Was ist das hier? Das passt ja nicht hier gerade runter. Das passt nicht zusammen. Ja, ich könnte jetzt hier noch richtig lange schieben und so. Ihr seht, es dauert ein bisschen. Ich muss erstmal die oberen Teile runterkriegen und die anderen nach oben und so. Ich arbeite mal ein bisschen vor und dann sehen wir uns im nächsten Part von Dark Parables Bonuskapitel Cinderella und so. Bis dann!